Ei Gude! Also, der Plan ist, dass Kirby hier fährt zwischen den Gebäuden und Nils droppt mit der Drohne rein, fliegt nach. Vielleicht so ein bisschen hier über diese Brücken, durch die Treppen. Wolltest du irgendwas erzählen mit deiner Kamera? Aber nicht. Doch, ich wollte dir das erzählen. Ja, ich will aber, dass es gerade ist. Also kurz zu dem Rig. Das ist eine Fuji XH2S mit einem Atomos Ninja V. Oder warte kurz, warte kurz! Also es ist eine Fuji XH2S mit einem Atomos Ninja V oder 5. Was mich immer abgefuckt hat, war, dass man immer alles zwischen den Spots hin und her filmen muss. Und deshalb habe ich mir hier von Smallrig einen Adapter gekauft, dass du es einfach hier aufpoppen kannst und kannst es dann hier rausleiten. Und dann kann man es immer noch mal schnell in die Tasche packen und draufklippe. Das war geil. Das wird jetzt hart. Money Shot. Ich habe gerade so eine Spiegelung nach Pfütze gemacht. Das hört sich eigentlich ein bisschen lame an, aber es sah wirklich ultra krass aus. Fügen wir einfach gleich hinzu. Ja. Hier unten könnt ihr, hier fügen wir das Video von gerade eben hinzu. Genau und da ist das dann von nächster Woche. Und hier bitte unten kommentieren und liken. Und vergesst die Glocke nicht. Wollen wir zu der Kreuzbrücke da vorne? Ja, das generell mal gucken, was da noch ist. Okay. Was wäre der andere Spot? Ja, entweder da wieder, weil ich finde, da können wir auch noch ein, zwei Sachen machen. Ich würde gern, wie gesagt, so von den oberen Parkdecks in die anderen Reihen schießen. Halt so. Nochmal hoch? Ja, dann let's go hoch. Wenn du es so symmetrisch machst, genau in der Mitte, mit diesen gelben Pfeilen auch noch auf dem Boden. Das ist ganz wichtig. Auch so ein 300-Euro-Filter immer mit am besten mit Reißverschlussartikeln. Sag mal. Du hast so einen coolen Pullover an. Ja, das ist ein Pullover. Den gibt es so noch gar nicht zu kaufen.
Das ist der neue Breakless Hoodie. Schön schlicht, schön minimalistisch. Ohne Backprint. Ja. Gibt's auch mit Backprint. Also. Vorne. Breakless Cycling established. Und echt die Qualität 2021 ist in Hamburg. Das Ding ist, wenn ich unten stehe, musst du halt sowieso so dicht am Geländer laufen. Dann kannst du ja weiter nach hinten, das ist ja das Geile an dem Park. Oder ja, ich stehe hier und du läufst. Das wäre vielleicht sogar noch geiler. Ja. Komm, jetzt wo wir hier sind. Dann komm, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ach, wir müssen eigentlich noch die Transition machen. Warte. Ja, dann let's go hoch. Yo. Yo, krass. Warte, warte, das nehme ich mit, das ist gut. Was? Komm mal hoch, das nehme ich mit, das ist gut. Ach, ich habe gar keinen Akku drin. Da drückt da dreimal auf den Knopf. Mach mal zu, lieber, oder? Bei dem Rieselregen hier. Okay, professional Model. Da darfst du voll in den Dreck, Alter. Ja, das vom Fahrrad gerade aufheben. Weil der nicht ready war, weißt du? Stresst ja mich. Ja. Und dann muss er doch nochmal Akku wechseln. Stört dich eigentlich, oder? Verwackelt. Das ist eigentlich das Rote von dem Dorf. Also ja, selbst gebaut und neu geframed. Ne, doch, im Ernst. Wie selbst gebaut? Das Housing kannst du so kaufen und ist von einer Samsung SSD-Festplatte. Die habe ich aufgemacht und das hier reingebaut. Was ist der Vorteil? Das kostet 100 Euro und die Atomos-Festplatten kosten 500. Ach, sehr. Ja? Ja. Was war so dein persönliches Highlight des Tages? Boah, der Pfützenshot war ganz cool und das in dem Keller, das fand ich auch ganz nice. Vieles, wir haben viele coole Sachen gemacht. Mal gucken, wie wir es jetzt zusammenbosseln. Dann, ja. Yeah, we've been spending the last 3.5 hours here in the Niesel rain. and now yeah, I think we got it together now though. We if you turn around the camera you can maybe see the building. We tried to take every dimension of this building, like we rode through the corridor here and we shot on the roof and in different floors, so I think we're done with this parking lot for today. So I think Nils, the drone pilot, our drone pilot, he's holding the camera right now. He has to get ready to go to back to Wiesbaden. His train is coming in a little while, so we're gonna get ready to bring him to the Bahnhof so he can get his ass back home. See you next time.